Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich habe jetzt hier gerade nochmal unsere komplette Farm abgefarmt, die wir übrigens irgendwann noch schöner bauen müssen. Habe hier jetzt ein volles Inventar voll an Bambus und Zuckerrohr. Und währenddessen hat das letzte Folge gebratene Eisen gebraten oder hoffentlich fertig gebraten. Und falls es nämlich wirklich fertig geworden ist, werde ich jetzt direkt mir Minecarts machen bzw. mir das Eisen schnappen und ab in den Nether gehen, damit wir wirklich endlich diese Farm beenden können, die wir dort gebaut haben. Und ja, es wird definitiv ausreichen, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier 2, 4, 5, fast 5 Stacks an Eisen in unserem Inventar. Das muss ausreichen für die Minecarts. Dann muss ich noch ganz kurz mein Inventar ein bisschen sortieren. Oh, das ist jetzt schon wieder unordentlich wie sonst was. Und dann heißt es jetzt Abfahrt, ab in den Nether und let's go endlich diese Farm beenden, an der wir seit gescheiten vier Folgen schon bauen und heute hoffentlich auch beenden mit einem Resultat, was auch funktioniert. Die letzte Folge, wo wir es ja beendet hatten, in Anführungszeichen, lief ja dann doch nicht so gut wie gedacht. Ja, oh, endlich, Alter. Ich setze das Minecart jetzt direkt um, dass wir das direkt hier hinsetzen. Das ist ja mal so kacke, wenn das die ganze Zeit da ist. Und dann schreibe ich mir auch direkt hier eine Schiene und setze sie mal daneben und auch direkt ein zweites Minecart dahin. Ich weiß nicht, kann man später vielleicht hier einen Aufzug oder irgendwas bauen, dass wir da schneller hochkommen? Gibt es da irgendwas für den Nether? Weil mit Wasser kann man es ja nicht bauen, Wasser geht ja im Nether nicht. Aber sonst kann man irgendwas hier hinbauen, was einen schneller nach oben bringt als eine Leiter? Leute, theoretisch fällt mir übrigens gerade auf, dass wir dieses Netherportal, was dort unten steht, auch hier oben bauen können. Das sollte eigentlich gar keinen Unterschied machen. Dass wir einfach hier immer rausgehen können dann aus dem Nether. Und auch hier unsere Farm haben, was da unten ja jetzt steht. So, das Problem beim letzten Mal war ja, dass wir hier eine Schiene hatten. Und ich hatte nur ein Minecart drauf geplaced. Dabei müssen da aber 24 Stück müssen darauf. Wenn das 25, weil die 10 jetzt Entities und wenn das 25 ist Entity, also unser wunderschöner Zombie Pigman, hier reinkommt, bekommt der Schaden und müsste dann eigentlich automatisch sterben. 23, 24. So, das müsste es schon gewesen sein. Und theoretisch, wenn wir jetzt noch eine Trapdoor bauen und diese hier vorne hinsetzen, müsste das ganze Spiel hier schon funktionieren. Jetzt baue ich das ab und das ab. Dann müssen wir da noch die Falltüren vorsetzen. Und, yo, alles klar, Kleiner? Versteh dich. Ich habe hier jetzt mal all mein Zeug weggelegt und jetzt werden wir die ganze Farm testen und wirklich hoffen, dass es jetzt nicht so einen Boah-Moment gibt und sie halt einfach nicht funktioniert. So, Freunde. So, die kommen jetzt alle hierher. Und jetzt müssen sie anfangen, alle dort unten zu sterben. Und dort sammeln sich schon unsere Level, unsere XP. So, und später wird es natürlich alles mit Minecarts runtergebracht. Und vielleicht setze ich auch noch ein zweites Minecart dorthin. Minecart mit Hopper nach unten gebracht. So, Leute, wir haben jetzt schon 20 Level. Und die sind noch lange nicht mal annähernd alle tot. Ich gehe jetzt einfach schon mal in die Level. 21, Level 22, Level 23, fast Level 24, nur deswegen. So, Leute, ich habe jetzt 24 Level, ich stelle mich jetzt mal wieder hier rein. So, Level 25, Level 26, Level 27, Level 28, Level 29. Schaffen wir Level 30? Wir schaffen locker Level 30. Level 30. Fast Level 31. Und ihr seht, ich habe hier so viel Loot von den Pigmans. So, ich hoffe jetzt, sie haben mich jetzt, glaube ich, von der Aggressivität her aus der Reichweite verloren. Ich würde jetzt einfach sagen, dass wir hier noch einmal so machen. Dann werden wir nämlich jetzt hier ganz kurz noch einmal zwei, wenn nicht sogar drei, ich würde aber sagen eher zwei Minecarts hinplacen, dass das hier alles ein bisschen schneller funktioniert. Und als allererstes werde ich mir Hopper machen, die ich hier drunter setzen werde, dass wir mit den Hoppern die Items auf jeden Fall, die wir hier rausbekommen, ableiten können. 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24. So, Leute, ich habe hier jetzt nochmal alles gebaut, dass es dort in der Kiste halt aufgefangen wird. Und dann baue ich jetzt hier alles nämlich ab. Und später werden wir definitiv natürlich hier alles ein bisschen ausbauen. Vielleicht kann man es gleich so machen, dass das Gold automatisch geschmolzen wird, dass wir nur noch die Ingots rausbekommen. Und, beziehungsweise die Ingots, diese, wie heißen die, wartet?
diese Goldklumpen und aus den Goldklumpen kann man ja dann Ingots craften. Ja, und die werden jetzt wirklich durchgehend hier gekillt. Einer nach dem anderen wird jetzt hier einfach von den Minecarts gekillt. Und später werden wir natürlich Schneebälle hochbringen, damit wir die mit Schneebällen triggern können und ich sie nicht immer anschießen muss. So, Leute, ich stelle mich jetzt mal in den XP-Klumpen, der da unten ist. Ich stand jetzt hier mal circa 2-3 Minuten, wenn überhaupt. Und mal gucken, wie viel da jetzt ist. Wir sind Level 34. Level 35. Level 36. Level 37. Level 37 sind wir jetzt schon. Und ich kann die jetzt hier ganz leicht wieder locker easy triggern. Das ist kein Problem. Ich muss mal sehen. Ich glaube, da muss ich einmal die Falltür umsetzen, weil das da noch nicht so ganz funktioniert. Und schaut mal nebenbei, nur dadurch, dass wir dort unten standen und ein paar Level gefarmt haben oder bekommen haben, haben wir diese Ausbeute gemacht und dann noch hier ein Stack Goldklumpen. Nur für jetzt vielleicht 2 Minuten, die wir dort standen. Also wirklich, das ist so heftig, diese Farm einfach. Und jetzt seht ihr, hier sind wieder übelst viele. Ich werde jetzt mal ganz kurz versuchen. Ich hoffe, die sind nicht noch triggert. Auf mich seid ihr noch triggert. Ich werde jetzt hier mal versuchen, die Falltüren umzusetzen. Nein, 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 nein. Ganz doof, ganz doof, ganz doof. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, ja. Nein, nein. Als ob ich sie aus Versehen geschlagen habe. Oh nein, Alter. Okay. Oh, so ein Mist. So, ich gehe jetzt direkt da rein und hoffe wirklich, dass bei dem Hochgehen. Weil wenn wir da jetzt hochklettern, vergeht ja einige Zeit. Die Chunks sind ab jetzt geladen. Ich hoffe wirklich, wir schaffen das unter 5 Minuten. Wenn wir jetzt länger als 5 Minuten brauchen, um bis hoch zu den Items zu kommen, sind die Items despawned. Dann sind wir einfach am Arsch. So, Leute, und jetzt drückt wirklich die Daumen, dass die Chunks noch nicht lang genug geladen waren. Oh mein Gott, ich habe so Schiss, dass das einfach jetzt komplett im Arsch ist. Ich will nicht, dass die Items einfach jetzt alle schon weg sind. Das wäre echter Mist. Aber das dürften noch keine 5 Minuten jetzt sein. Oh, die Items, nicht, dass sie, wenn die komplett despawned sind, wäre das der größte Fail. Der größte Fail, den ich jemals hingelegt habe. Mein Stuff. Nein! Die Pisser haben mein Stuff alle. Die Viecher haben mein Stuff aufgesammelt. Das sind jetzt einfach so OP-Zombies. Oh mein Gott, dauert das lang. Ja, ja, der hatte all mein Stuff. Oder fast all mein Stuff. Aber hier haben noch irgendein Vieh hat noch mein Stuff. Hä? Aber wo ist denn meine Spitzhacke? Da, hier. Okay. Oh mein Gott, wir haben alles wieder. Okay, Leute. Alles wieder gut. Guck mal, die müssen immer hier lang und dann so. Die müssen ja nicht in eine andere Richtung. Theoretisch hätte es so passen müssen, wie ich es hatte vorher. Ich lasse es jetzt auch so, weil so muss es eigentlich passen, theoretisch. Oh, wir haben all den Stuff wieder. Alter, hatte ich gerade. Ich habe wirklich gedacht, unser Stuff ist jetzt einfach komplett weg. Wirklich jetzt. Ich habe wirklich gedacht, unser Stuff ist einfach komplett weg jetzt. So, Leute, und ihr hört es, was das auch für einen Krach macht. Ich denke mal, ich mache das im Schnitt dann weiter runter von dem Lärm her. Aber es macht bei mir auf den Ohren auf jeden Fall richtig, richtig Krach. Auch die Menge, die hier ist, das ist einfach so krass. So, Leute, ich sammle das jetzt hier mal auf. Wir haben 18 Level momentan. 19, 20, 21, 22, 23, 24, fast 25 Level. Nur durch diese Farm hier. Es ist unfassbar, Alter. Und es ist auch eine Menge, so eine riesige Menge an Stuff, den wir hier rausbekommen. Allein jetzt durch die paar Mal, die ich die getriggert habe, haben wir wahrscheinlich circa einen, ja, circa 15 bis 16 Goldnuggets, würde ich behaupten, rausbekommen. Und das ist eine riesige Menge. So, ich trigger die jetzt nochmal. Oder ich verschieße meinen letzten Pfeil. Und, okay, das war jetzt natürlich etwas blöd. So, Leute, ich habe sie jetzt durch Schlagen getriggert. Ich mache jetzt hier nochmal eine Fuhre. Einfach nur, weil ich das nochmal auf mich wirken lassen will. Holy shit, wie viele Viecher es einfach sind. Diese Farm hat sich, glaube ich, so, also gesamt hat die sich, glaube ich, so sehr gelohnt. Ich kann mich gerne mal zwischen den Folgen, werde ich mich hier jetzt mal eine halbe Stunde AFK hinstellen und euch in der nächsten Folge, die kommen wird, berichten oder zeigen, wie viele Level ich in einer halben Stunde, in exakt 30 Minuten, ich stelle mir dann Timer, hier durchgemacht habe. Boah, Alter, aber die kleinen Biester, da muss ich mir auf jeden Fall noch mal was einfallen lassen, dass man die locker easy killen kann, weil die machen noch mal richtig ordentlich Damage. Jetzt nicht noch mal Lust hier zu sterben, um ehrlich zu sein.
So Leute, dann hoffe ich, euch hat das kleine, verrückte, etwas verpeilte mal wieder Video gefallen. Ich habe jetzt 40 Level hier rausgekommen. Ich stehe seit 5 Minuten vielleicht hier. Ich werde jetzt mit diesen 40 Leveln, ohne zu verzaubern, ohne irgendwas, mich in eine halbe Stunde nochmal hinstellen. Und in der nächsten Folge werde ich euch zeigen, wie viele Level ich dadurch bekommen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr dann wieder. Bis dann und ciao. Nein, 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 nein. Ganz doof, ganz doof, ganz doof. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, ja. Nein, nein. Als ob ich so aus Versehen geschlagen habe.